Okay, ich bin jetzt in jedem Fall so ein bisschen schlauer, was die Clanstadt angeht. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ich habe gestern, ich muss, ich wusste jetzt gar nicht, wie ich anfange. Also ich habe ja gestern kein Video gemacht, weil ich habe den ganzen Tag danach gesucht, mir das schön zu reden, das Clanstadt-Update hier oder Clash of Clans-Update. Ich konnte es nicht wirklich finden, muss ich euch wirklich gestehen. Ich kann nicht wirklich jetzt den großen oder den Ultra-Vorteil sehen, außer dass hier Geld umgewälzt wird. Also letztendlich mit Einführung der neuen Währung und Medaillen wirst du endlich mal wieder deine Lager leer oder los und kannst da rein investieren, weil wenn du hier schon nichts mehr machen kannst. Ich kann hier ja noch was machen. Das heißt also, ich werde hier um Gottes Willen weder Gold noch Elex verschwenden, um die Clanstadt aufzubauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl es dafür am meisten Punkte gibt, sehen wir aber gleich. Und deswegen mache ich im Moment alles mit, ja, ich muss fast sagen, ich mache alles mit Dunklen, denn dunkle Sachen brauche ich nicht mehr, weder Truppen noch Helden. Und muss dann dementsprechend reinfarmen, was auch wieder ein Vorteil ist, denn man kann dann endlich mal wieder so ein bisschen was hier in die Vorteile reinfarmen. Denn das ist ja auch dadurch, dass du ein ewig volles Lager hattest, wenn du also CK spielst, ganz normal farmen gehst und dein schwarzer Pott ist immer voll, dann kommt hier unten natürlich nichts rein in die Vorteile. Jetzt kommt da wieder richtig was rein. Und ich sehe das wirklich im Moment nur so, na, wie soll man sagen, der Chef kommt in die Abteilung reingelaufen und sagt: Leute, wir müssen etwas erfinden, damit die Leute ihr Gold, Elex und dunkles Elixier loswerden. Lasst euch mal was einfallen. Und dann irgendeiner: Clanstadt, lasst uns eine Clanstadt machen mit neuer Währung. Für die neue Währung oder für die neuen Medaillen und für die neuen, ja, ich nenne es mal einfach so Währung, müssen die ihr Gold und Elex dann lassen und dann wird das schon. Und mehr ist es eigentlich nicht, tatsächlich nicht. Ich habe gestern, witzigerweise, habe ich gestern einen Stream bei Noobs geschaut, da stand im Titel tatsächlich drin: Clanstadt Level. Das fand ich witzig. Clanstadt Level, das fand ich echt sehr, sehr witzig. Ich meine, wir können mal reingehen. Man kann ja, also das, was ich jetzt schon erstmal festgestellt habe, in Passleute gibt es auch etwas für die Clanstadt. Das heißt also, auch die Silberpassspieler, so wie ich ja mit einigen Accounts Silberpass spiele, aber ich spiele den Pass eigentlich so gut wie gar nicht, ist es jetzt wieder sehr, sehr attraktiv geworden, denn du bekommst 3000 Stadtgold insgesamt, wenn du den Pass hier fast durchspielst bis zum Ende. Und das ist natürlich nicht schlecht. Also hier bis 1850 Punkte habe ich. Also ich bin ganz ehrlich, die Accounts, die ich da so bespiele, die habe ich nie bis 1850 gespielt, weil es mir einfach viel zu viel wurde. Im Moment entdecke ich mich aber, dass ich jeden Tag auf alle meine Accounts einlogge, um wenigstens die Umsonstmedaillen abzuholen. Oder beziehungsweise das Stadtgold abzuholen. Und ja, ich meine, so kommt man natürlich. Also ich habe die letzten beiden Tage nach dem Update noch nie so oft meine Accounts gewechselt und bin auch mal wieder in diese Schläfer-Accounts reingegangen, habe die mal wieder in Clans eingeloggt, damit sich das Ganze auch lohnt. Clanstadt-Level. Also das ist jetzt nichts gegen Sören oder so, aber ich fand den Titel schon witzig, Clanstadt-Level. Ich meine, was machst du beim Clanstadt-Level? Erstmal können wir ja festhalten, dass man sich bei den anderen Clans auch mal angucken kann, wie die so vorankommen. Und du kommst natürlich mit Rathaus 14 etwas besser voran, weil du A, mehr Stadtgold bekommst, B, hast du 4 Slots zum Sammeln. Und das ist aber gewesen. Mehr ist es eigentlich tatsächlich nicht. Man braucht also doch kein 14er, so wie ich das fälschlich gesagt habe, im Clan, damit man alle Vorteile hat oder so. Völliger Schwachsinn. Ihr braucht einfach nur, ja, Geduld, so muss man sagen, oder ihr braucht viel Gems. Auch das habe ich gestern beim Izu gesehen, dass da ja einige Clans voll reingepayt haben, völlig sinnlos, sage ich mal, Geld ausgegeben haben für nichts und wieder nichts, muss man fairerweise sagen. Denn in 3 Tagen, glaube ich, ich muss mal gerade gucken, in 3 Tagen geht ja das erste Raid-Wochenende los, oder Überfallwochenende heißt es ja hier, oder jetzt in einem Tag 20 Stunden. Und da werden wir noch gar nicht dran teilnehmen, weil wir noch gar nicht so weit sind. Aber andere sind da schon viel weiter. Ich habe eben mal geguckt. Beste Clans in Germany ist gnadenlos da oben. Und wenn die ihr Log frei haben, dann kann man, glaube ich, entweder, ich muss das mal gerade
schauen. Man kann, glaube ich, wenn die das logfrei haben, hier in, man kann sich die Stadt angucken, also auch mal von den anderen. Und dann ja, sehen wir hier, dass die auch schon ganz schön weit sind, muss man sagen. Die haben ihren Stadtgipfel schon auf 3. Damit mit Stufe 2 kann man dann ja das erste Camp auch sowieso freischalten, das Barbare-Camp. Und das finde ich natürlich schon beeindruckend, muss ich sagen. Aber ich meine, wenn du wirklich oben nur 14er hast, die alle 4 Slots immer belegen, weil sie es können, sage ich mal, dann ist das natürlich eine coole Sache, keine Frage. Und dann kommt man natürlich auch so weit, aber man kann natürlich auch reinpayen. Auch das kann man natürlich machen. Du stößt es an, haust es für 500 Gems gleich durch und hast sofort das Stadtgold. Klar, das geht auch. Das machen wir hier in unseren beiden Clans nicht. Wir machen das hier eher so ein bisschen so ganz, wir lassen das mal laufen. Ja? Also man muss ja auch nichts überstürzen, denn wenn es dann zum Raid kommt, dann wird man ja mit verschiedenen Clans, muss man dann die ganzen Bezirke und so weiter angreifen. Ihr greift ja nicht einen Clan an oder so, sondern ihr greift ja verschiedene an. Und das sind auch nicht immer die gleichen, die werden auf euren Level sein. Ich meine, du musst natürlich etwas haben, um auf den Level zu sein. Clanstadt-Leveln sieht dann wie folgt aus. Also ich glaube, das Zeichen hier besagt jetzt, dass ich etwas abholen kann. Wir gehen mal rauf. Die Umsonstmedaillen sind es noch nicht, aber die anderen Medaillen sind es. Ihr seht das. Hier kann ich wieder 1600 einsammeln und kann jetzt auch gleich wieder fertigen. Das Ganze bringt natürlich etwas mit sich. Jetzt kostet es nur 6.480.000. Das wird mit meinen Bauarbeitern, glaube ich, oder mit dem Pass zusammenhängen, dass etwas billiger wurde, denn das hat gestern, glaube ich, noch 7,2 Millionen gekostet. Und das hat gestern hier auch 72.000 gekostet, dunkles. Es wird aber also billiger durch den Pass. Und das habe ich jetzt schon gar nicht mehr, weil ich schon weggemacht habe, beziehungsweise ausgegeben habe. Aber ihr seht, man bekommt halt 1600 dadurch, 2400 Stadtgold fürs Dunkle und für Gold und Elex ebenfalls. Das heißt also, maximal kannst du hier mit einem Rathaus 14 11.250 Medaillen, Stadtgold in 3 Tagen machen. 3 Tage läuft das Ganze, plus die 3 Tage umsonst Stadtgold sind 11.250. Willst du es halt schneller haben, musst du halt in die Tasche greifen und hier jam. Oder aber es spielt sich das Ganze aus dem Pass. Geht natürlich auch. Und ja, ich meine, was macht man damit? Mit 8.550, du kannst ja nichts anderes machen, als jetzt in dein Stadtdorf zu gehen und dort erstmal weiter zu leveln. Das heißt, wir sind immer noch auf Stadtgipfel 1 und wir haben schon ganz schön was drin hier, muss man sagen. Also wir sind am Leveln, aber 50.000 Leute, auweia. Deswegen habe ich auch geschrieben, das wird alles dauern hier, ne? Das wird echt alles dauern und es machen ja auch gar nicht alle mit. Das kommt ja noch dazu. Es machen noch gar nicht alle mit hier. Man kann ja sehen, mein Clan und dann Clanstadt. Und dann könnt ihr ja sehen, wer sich hier so hart dran beteiligt und wer hier zum Beispiel auch noch gar nichts gemacht hat. Ja, ich meine, warum machen die nichts? Sie können ja wenigstens ihren 100er Gewinn, den sie durch das Tutorial bekommen, wenigstens einmal hier reinspenden. Ich meine, du kannst mit dem Stadtgold nichts anderes machen. Ja, das muss man jetzt nicht aufsparen oder so für bessere Zeiten oder was auch immer. Wir wollen ja hier leveln. Und deswegen verstehe ich nicht, dass die 1000 Nachtschatten hier unten, der Aaron, Heisenberg, Nachtschatten, nochmal und Baba, dass die noch gar nichts gemacht haben. Wenigstens einmal das Tutorial durchspielen, die 100 Stadtgold hier rein investieren und dann sind das auch schon wieder 1000. Ja, aber man kann ja, wie gesagt, nicht mehr machen, als dass man das ganze Zeug ausgeben kann. Und dann können wir es einfach verbessern. Und dann bin ich jetzt auch schon Level 2. Und wenn ich jetzt mal gucke, dann, ja, weiß ich nicht, bin ich wahrscheinlich jetzt, ja, jetzt bin ich ganz oben, weil ich jetzt auch ein bisschen gesammelt habe, aber ich habe weder gejammt noch sonst was getan. Nur beim Nachfertigen jetzt, da tue ich mich natürlich jetzt schon wieder ein bisschen schwer, denn beim Nachfertigen, ja, wie gesagt, ich mache das alles mit dunklem Zeug. Ich kann mir die Bauarbeiter auch leisten, das kommt noch dazu. Ihr braucht dafür Bauarbeiter frei und Leute, die am Leveln sind, zeige ich euch gleich. Leute, die am Leveln sind, die werden das nicht machen. Die werden zusehen, dass sie ihr normales Dorf hier weiterentwickelt bekommen und werden
tunlichst hier keinen Bauarbeiter reinsetzen, aber ich kann den mal wieder nehmen hier. 2 Tage 16 Stunden. Ah, läuft auch nicht mehr ganz 3 Tage. Okay, also wird man doch ein bisschen schneller durch den Pass dann wahrscheinlich. Und denn die anderen Sachen, die sind noch, ja, ich habe wahrscheinlich schon hier ein bisschen was in den Pass reingespielt, was das Ganze ein bisschen schneller macht. Ich gucke mal gerade die Vorteile, die ich mir schon abgeholt habe. Das wird wahrscheinlich das Ding sein, der Bauarbeiterschub hier, der mir das, oder halt der Forschungsschub von Belagerungsmaschinen im Labor, kann es ja eigentlich nicht sein. Für Truppen werden 20% weniger, Helden werden 20%. Also für irgendeinen der Vorteile ist es hier auf jeden Fall im Pass, dass du hier so ein bisschen weiterkommst, beziehungsweise nicht mehr ganz so lange Zeiten hier in der Clanstadt hast, beziehungsweise hier in der Schmiede. Und ja, so geht das hier ein. So logge ich hier einen Account nach dem nächsten ein und wir können aber noch mal reingehen. Ich kann mir vorstellen, ein anderer Kasus Knaktus kommt auch noch mit dazu. Denn wenn es jetzt darum geht, ja, wir haben hier irgendwann den Stadtgipfel und wollen den ja mal verschlimmbessern. Also nicht verschlimmbessern, weil dieses Design hier ist jetzt, glaube ich, noch das Default-Design. Wir wollen natürlich eine richtig harte Clanstadt haben. Das heißt, wir gehen in den Editor-Modus und stellen fest, nur Anführer und Vizeanführer können Bezirkslayouts bearbeiten. Okay. Das heißt also im Umkehrschluss, viele, kann ich mir so vorstellen, sagen sich, ja, ich will das aber auch machen. Ich will meine eigene Clanstadt haben und gehen aus ihren Clans plötzlich weg. Ja, das ist große Sorge, Leute, gehen aus ihren Clans weg. Ich wechsle eben mal den Account auf einen anderen Account, auf den Chief Barfuß. Und die gehen aus ihren Clans raus, weil sie natürlich jetzt mal in den Bearbeitungsmodus reinkommen wollen. Von der Clanstadt. Sie wollen ihre eigene Clanstadt aufbauen und dann, ja, es dauert halt fürchterlich lange. Und dieses hier ist ja ein Clan bei Free-to-Play. Da haben wir kein 14er. Im Moment, glaube ich, haben wir 2 14er Spendenaccounts hier oben. Das heißt, ja, 2 Stück, glaube ich, der deutsche Typ und Dumbo, die sind eigentlich nur zum Spenden hier. Ich weiß gar nicht, ob wir die versehentlich mit in die Liga reingenommen haben, aber sie sind hier mit reingerutscht in die Liga, aber spielen, glaube ich, gar nicht, soweit ich das weiß. Ich muss mal gucken, ne, die haben wir gar nicht oben aufgestellt. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, denn die sind, glaube ich, mit dabei. Ich muss mal gerade gucken, mit Mitglieder wechseln. Ja, ihr seht es da oben, aber die beiden sind rot. Da achte ich jetzt doch drauf. Ich achte jetzt doch mal ein bisschen auf die Farben, habe ich jetzt im Hauptclan gemerkt, wer hier tatsächlich raus ist und wer nicht. Da gab es dann auch gleich schon Beschwerden im Hauptclan, also Hauptclan. Herausforderer, so nach dem Motto, ey, wieso bin ich nicht dabei? Und als ich dann geschrieben habe, hey, du bist ja rot, da kam dann auch nichts mehr. Ja, also ich beachte das jetzt doch mal ein bisschen hier, wer ist hier rot und wer ist hier grün, weil ich bin eigentlich immer von ausgegangen, die Clankriegswoche ist der Highlight im Monat, kommt nur alle 3 Wochen vor oder 4 Wochen vor, eine Woche, und das ist der Highlight quasi des Monats, und da haben hier alle, das ist jetzt so meine Herangehensweise, da haben alle ihre Helden on top zu haben, ihre Base on top zu haben, und uns in grün, da gibt es für mich kein Rot und Grün, da muss jeder hier Attacke, und naja, aber sei es drum. Und dann willst du natürlich hier reingehen. Oh, ich kann die 400 hier einsammeln. Sehr cool. Ich habe mir hier mal tatsächlich 2 Bobs gegönnt. Denn damit du natürlich das Ganze auch mit Dunklem machen kannst, musst du schon Rathaus Level 13 sein. Nein, 12 reicht nicht. 13 musst du sein. Das finde ich heftig, muss ich echt mal sagen. Und aber wie gesagt, ich muss hier ja reichlich noch ohne Ende tun. Das heißt, mit dem Stich Barfuß gar nicht mehr so. Da bin ich schon am Mauernleveln, glaube ich. Ja, auch noch so ein paar kleine Sachen. Ja, aber mit anderen Accounts, so zum Beispiel mit Lela frisch 11, nee, Toto ist frisch 11, glaube ich, da werde ich keinen Bauarbeiter reinsetzen. Aber wenn wir hier jetzt nochmal reingehen und gucken mal bei Free-to-Play, da sind wir auch Stadtgipfel 1. Und da sind wir eigentlich auch ganz auf einem guten Weg. Kann ich wieder beitragen, meine 400, ja, 50.000, ihr seht das schon, das ist hier dann auch schon eher sportlich. Und hier haben, auch hier kann man das ja ein bisschen sehen, Überfallprotokoll ist übrigens noch leer, ja, dann springt er nicht wieder zurück, da muss man da wieder rein, dass hier auch noch nicht alle mitmachen, und ihr seht, die Punkte sind auch viel, viel weniger. Ja, weil ich meine, du brauchst einen 13er. Wir haben einen, das ist der Marderlein, der jetzt schon mit Dunklen so ein bisschen was machen kann. Aber der muss auch Helden leveln. Ja, der muss auch Helden leveln. Da brauchst du auch Bauarbeiter für, und dann dauert das hier endlos lange, weil viele
holen sich halt nur das Umsonstgold ab und jeden Tag dauert dann halt einen Tag. Ja, und das ist eigentlich so ein bisschen, ja, ne, einfach nur Geldwäscherei. Also mehr kann ich es im Moment nicht ansehen. Deswegen hat es halt auch ein paar Minuten gedauert, bevor ich überhaupt hier wieder ein Video bringe von der Kleinstadt. Weil mehr ist es im Moment nicht, muss ich ganz klar sagen. Und dass ich dann Medaillen bekomme und als Highlight, also kann ich im Moment, Clanvorteile kann ich im Moment gar nicht machen. Weil meine Burg ist voll. Wenn meine Burg leer wäre, ich mach die mal leer eben. Ich mach mal hier einen raus, dann ist hier auch hier hinten auf der Fahne wieder die Verstärkung da. Ich meine nur, dass ich mir selber die Clanburg spenden kann. Das stimmt nicht ganz. Ich meine, nur dafür und für den täglichen, oh, den habe ich mir noch nicht abgeholt, für den täglichen, für das wöchentliche oder für das tägliche Angebot, nee, wöchentliche Angebote sind es ja jetzt, wo ich dann die Überfallmedaillen auch in Ressourcen umwandeln kann. Aber wie gesagt, mehr ist es nicht. Es ist eine Geldwäsche. Und im Moment sehe ich es als echt nicht mehr an, als dass man hier das Spiel, das Geld, das überflüssige Gold, Elex, so aus dem Spiel genommen hat und hat einfach eine andere Währung hier eingeführt, weil es gibt kein Ladder-System, es gibt einfach nur die Städte. Okay, es gibt natürlich den Spaß. Der ganze Clan muss daran mitarbeiten. Das macht natürlich schon mal, das ist so ein bisschen so das Clan-Gefüge. Vielleicht kommt dann auch wieder ein bisschen was im Discord zusammen, wo man dann ein bisschen diskutiert. Später, wenn man dann in die Überfallmodus so geht. Aber im Moment sehe ich es halt nicht so spektakulär, dass man hier sagen kann, das ist jetzt das Überupdate oder so. In keinster Weise. Ich habe hier tatsächlich schon mir schon Sachen gegönnt. Ich muss mal gerade gucken. Der Chief hier muss eigentlich keinen Helden mehr machen. Warte mal. Da muss ich mal gerade tief in mich gehen. Der Chief muss eigentlich keinen Helden mehr machen. Höchstens im Nachtdorf. Dort aber auch nicht, weil hier bin ich auch Max. Hier müsste ich dann auf Bauarbeiter 9 gehen. Das dauert auch. Das dauert ja noch. Okay, das dauert noch. Aber trotzdem schlage ich hier schon mal zu in dem wöchentlichen Angebot. Denn wenn ich ein Buch der Helden habe, obwohl ich es mir auch aus dem Pass holen könnte, wenn ich den Pass hier durchspielen würde. Aber für 500 nehme ich es eigentlich immer mit. Und dann habe ich den Slot voll. Und damit ist für mich das wöchentliche Angebot auch, ja, muss ich sagen, durch. Und eigentlich bin ich auch mit meiner Aufnahme durch. Jo, hier gibt es wieder vier Sachen. Einen kleinen Bug habe ich noch festgestellt, glaube ich. Wenn man das, glaube ich, von hier aus macht. Das heißt also, ich bin hier im Stadtgipfel und gehe von hier in die Ereignisse. Dann steht hier oben immer 4. Das geht nicht weg. Ja, egal, was ich hier mache. Ich habe es mir angeguckt. Das geht nicht weg. Im normalen Dorf geht es weg. Ist nur ein Kosmetikfehler, mehr nicht. Dann, wie gesagt, das ist eigentlich, was ich dem abgewinnen kann. Und ich bin eigentlich froh, dass wir eine coole Liga jetzt spielen können. Ich kann jetzt wieder auf alle Accounts umloggen, hol mir meine Umsonstteile ab, denn hier dauert es ja noch. Hier dauert es ja noch, also peng, peng. Verschnellbessern, ich klar, mit Bauarbeiter tränken und so weiter, kannst du es natürlich alles verschnellern. Aber Leute, sind wir mal ehrlich, wofür? Das brauchen wir wirklich nicht machen. Und leider haben wir hier den ersten Clankrieg düsseligerweise verloren, weil zwei Leute nicht angegriffen haben. Wir hätten den sicherlich gewinnen können, aber hätte Fahrradschlauch. Liga halten ist hier sicherlich immer noch das Thema. Und wir haben schon wieder 14 dagegen uns hier. Und ich habe aber schon immerhin 2 Sterne hier auf den 12er mit dem Schief gemacht. Ich meine, der hat mich jetzt mit 3 Sternen belegt. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Und ich muss jetzt auch mal gucken mit dem Alex, muss ich hier dran, da gehe ich mit Riesendrachen dran, aber ich denke mal, da halte ich euch so ein bisschen was live fest und in den nächsten Tagen spielen wir dann wieder Liga und lassen mal das hier so ein bisschen ad acta liegen. Das ist so ein Selbstläufer hier. Ich finde hier im Moment nicht spannend. Ja? Das ist meine Meinung. Also, aua, es tut ganz schön weh, wenn man Clanstadt leveln will. Und aber wir machen das ganz easy peasy. Ich denke mal, ihr macht das auch ganz easy peasy nebenbei. Könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren hinterlassen. Habt ihr zwar keinen Clash von mir gesehen, aber einfach mal eine andere Meinung vielleicht auch.
was das Ganze angeht. Und vielleicht kommen da ja noch ein paar Verschlimmbesserungen hinterher, aber im Moment sieht es halt nicht so aus. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einfach jetzt einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Wir haben jetzt mit Clash. Bis dahin, euer Toto. Clashed.